Welcome to our pay-per-view special, Joe Tessitore. Rein da. Lennox Lewis, let's go. Hat der nicht Tyson besiegt? Teddy, do you ever get this? Wow! Oh, and a crushing hook just gets right to him. Just knifing up with that uppercut by Lennox Lewis. Okay, der ist schnell. Accuracy an issue there, didn't land that straight right hand. And now you're seeing the beard that this guy possesses, because he went from stunned. Da gucken die, wie krass die Kämpfe gewonnen haben. Okay, danke. Er ist beim P4P aktuell global am besten. Tyson Fury. Anthony Joshua vielleicht. Oder wo, auf welcher Position sind Tyson Fury und Anthony Joshua zum Beispiel mal? Ist auch den Madison Square Garden. Weiß ich gerade nicht. Eieiei. Macht nichts. Kann aber mächtig zuhauen, der Kollege. Beim Boxen weiß ich nicht, okay. Aber danke für die Info schon mal. Ist ja fast wie in der Formel... Ah, nee, da jubelt kaum einer Lewis zu. And that's exactly what he brings to the game. He makes you miss, he makes you pay. And he makes you think twice about throwing a punch. Don't think twice. Able to defend and then go on the offensive. 10 seconds remaining in this round. Muss sagen, jetzt ist es langsam wirklich special, die Karriere. Und deswegen finde ich es schade, dass wir nicht mehr Tyson und Ali drin haben und Frazier oder George Foreman ist ja auch nicht mehr drin anscheinend. Das wären so ein paar Leute gewesen, gegen die hätte man auch gerne noch mal fighten können. Like a real fighter now, he's got to be able to have a short memory, put that aside, and go out there now and pick up the same way as he had in his mind when he came to this arena. That he's going to be the force, he's going to be the one leaving here with a W. What does a fighter need to do to really build a great career? Well, first of all, they have to have the desire. Da sind die sich richtig einig anscheinend. There has to be coal in that furnace to burn and to burn later on. Maybe something happened to them in their life. Maybe through their parents, maybe through neighbors, maybe through... Worüber labert der Kommentator gerade, Mann? Lennox Lewis is stunned and he is hurt. Teddy, he may go down just by stumbling the way he's bumbling around this ring. Well, he's got to stop moving. Actually, you never want to fight on the ropes. This is one time he probably needs to be on the ropes just to steady him and then move his head a little bit. That might be his only shot. Able to dismiss that body shot. In einer P4P-Liste steht Fury auf 2, Joshua auf 8. Wer ist denn auf 1? Lennox Lewis blocks that punch. Final 10 seconds. Okay, bis jetzt fightet der doch schon ein bisschen stärker, glaube ich. Aber er hat viel Damage und den muss er jetzt wegmachen. Und jetzt habe ich wieder deutlich mehr Leben als er. Irgendein Mexikaner, den ich zumindest nicht kenne, der hat über 54 Kämpfe, ist in jeder Organisation irgendwie vertreten.
Sergio Perez. Oh! Jetzt weiß ich, was das hieß, als es gesagt wurde, dass Perez Verstappen schlagen wird. Gabi? Excel mit Exit Game, auch wenn's. Sehr verlockend ist. Und wahrscheinlich eh nur gut gemeint ist, aber. A good block. Lewis is trying to create some space between him and his opponent. You know he wants to fight on the inside. He cannot be smothered. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Lewis's defense did a good job there, able to avoid that punch. Both men accurate with their hooks against each other. Oh, oh shit. Oh, he is stunned. He could go down. Ich dachte, mein Kopf sei außer Reichweite. Good looking. Oh, jetzt ab in die andere Richtung. Boy, he is shaky right there. He is on shaky ground in the ring right now. Alter, was für ein guter Fight bisher. Das ist echt lustig. Boah, der konnte Ausdauer aufladen. Komm schon. Cut links am Auge, bitte öffnen wieder. Danke. Die ersten drei Konter, die gelandet wurden, jetzt dürften wieder reichen, um bald wieder eine Investition in Schadensreduktion zu erzwingen. A little something for his opponent after getting tagged. Good block. Fine fundamentals, good counterpunch. Okay. Also 6-7 gute Counter. Links aufs Auge. Able to show you his blocking ability. Good counter. Nice. Back and forth they go, each man getting the best of it. Good block by Lewis. What a great job. He gave one right back in. All right. 66 Punkte. Sein Schaden geht wieder in Richtung. Now, I'm wondering if he keeps at it like that, if he can score a knockdown here. Well, right now it's up to his opponent. Der Gegner Lewis Hamilton. Ja. He doesn't make an adjustment, knockout's coming, or at least a knockdown. Immer. Lennox Lewis staying well out of range of danger from his opponent and scoring on his own. Nice job on the outside. Lennox Lewis's opponent is Lennox Lewis. Und nochmal nach der Info gefragt, hat der nicht Mike Tyson besiegt? Meine schon. Oh mein Gott. Und George Foreman oder Joe Frazier, ich bring die beiden immer durcheinander. Hat, glaube ich, Ali besiegt. Wow, hat er. Danke. Evander Holyfield. Gut, das können, kann ja auch sein, dass zwei Leute Tyson besiegt haben. Als er ihm am Ohr geknabbert hat. Ach, warte, Lewis war das mit dem Ohr? Okay, was?
Und Lewis war mal Olympiasieger. Formel 1? It's been 2 minutes of non-stop action. Now the final minute has arrived. They both decide to bring it. Great movement to get away from those punches. Lennox hat 2002 gewonnen. Tyson hat noch 2002 geboxt. Alter, da war ich ja sogar noch... War ich sogar schon in einem Alter, wo ich... Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Das hätte man ein bisschen gucken können. Formelrennen als olympische Disziplin. Fände ich geil. Wird halt kein Formel-1-Fahrer, glaube ich, machen, weil jeder natürlich auch irgendwo mit seinen Konstrukteuren dann brillieren möchte. Nehmen wir ein möglichst unemotionales Beispiel. Wenn nächstes Jahr Alpha Tauri einfach das beste Auto des Mittelfelds hinstellt, dann wird jeder plötzlich sagen, oh, Yuki Tsunoda. Ich hab's euch gesagt, Gasly ist ein richtig krasser Typ und Yuki Tsunoda ist auch richtig krass. Good job landing three punches by Lewis. Ja, bestimmt spannend für Formel 3 und Formel 4 Fahrer. Ja. Das Ding ist aber auch irgendwie, das mit dem Olympia-Standort zu kombinieren. Boah, ich wusste, dass der kommt. Perfekt getimed. Zach Brown hat übrigens letztens mal eine Idee geäußert. Habe ich voll vergessen eigentlich in meinem 10 Dinge, um die Formel 1 spannender zu machen Video. Aber ich glaube, da hätte ich sogar noch eine weitere Idee. Die auch, wie gesagt, Zach Brown jetzt letztens geäußert hat. Wo ich mir denke, das wäre das Beste, was der Formel 1 jemals passieren konnte. Auch wenn Codemasters mich dafür hassen würde, wenn ich das mal jetzt sage. Ich sag's einfach. Wir gehen wieder zurück zu 18 Grand Prix pro Saison oder so. Oder 19. Von mir aus können wir bei 20 bleiben. Aber wir haben im Prinzip einen A- und einen B-Kalender. Und in geraden Jahren zum Beispiel fährt man Spa, in ungeraden Jahren zum Beispiel fährt man von mir aus Zandvoort. Oder Österreich, in geraden Jahren, in ungeraden Jahren fährst du Ungarn oder sowas. Guess what? The house would have most of his money. And right now he needs to hit a seven. And that means he needs to roll those dice. He needs to gamble. You can see he's trying to score up top. In einem Jahr fährst du auf dem Hockenheimring, im anderen auf dem Nürburgring. And as advertised thus far. Malaysia, Singapur, China, Japan von mir aus. Oder in Japan Fuji und Suzuka im Wechsel. Jedes Jahr andere Strecken würde halt so viel an Abwechslung reinbringen. Überleg mal, wie geil es wäre, wenn wir jetzt die F1-Karriere nächstes Jahr im 2021er-Spiel spielen und dann halt einfach plötzlich einen komplett neuen Kalender haben. Wie gut wäre das bitte? Nicht der typische Ablauf. Oh, jetzt schon wieder Bahrain, Australien und dann China und sonst was. Gut wäre das. Dann würde man denken, oh cool, Adelaide oder von mir aus Mount Panorama oder so. Bathurst wäre halt das epicste Formel 1 Rennen ever, glaube ich. Where he has to make the commitment to throw the power punches. It's hard to envision a way he's going to win this fight without going down that road. He doesn't have the confidence to do it. I don't know if he's mentally strong enough to do it. I think he's worried. Ein Jahr Melbourne, das nächste Jahr Bathurst. Maybe in his mind that means that. Dann von mir aus Bahrain und Abu Dhabi im Wechsel. Ich nehme jetzt halt nur Strecken, die schon dran waren, aber stell dich mal vor, wir würden jetzt nächstes Jahr statt Paul Ricard dann Manicur sehen oder so.
Oder statt Circuit of the Americas würdest du halt Daytona sehen. Daytona wäre eine geile Formel 1-Strecke, glaube ich. Daytona wäre richtig gut. Also nicht das Oval, aber... Weil seien wir mal ehrlich, und das ist ja auch Teil dessen, warum die Formel 1 immer wieder kritisiert wird. Die Formel 1 ist ja irgendwo schon vorhersehbar. Auch wenn jetzt manche wahrscheinlich lachen werden, haha, hihi. Ich sag mal so, selbst in der aktuellen Verfassung gibt's ja... Ist die Chance jetzt höher, dass Schalke gegen Bayern gewinnt in der Bundesliga, als wenn Mercedes zum Beispiel, oder als wenn Haas ein Rennen gewinnt in der Formel 1. Und das liegt halt an verschiedenen Faktoren, unter anderem daran, dass du halt zum Beispiel auch mit Vorjahreswerten arbeiten kannst. Du kannst dich halt perfekt auf das Wochenende vorbereiten. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet halt echt auch immer wieder auch auf neuen Strecken lernen müssen. Also du kannst nicht sagen, ja, wir gucken mal, wie wir letztes Jahr in Monza unterwegs waren. Nö, nö, jetzt fahren wir in Mugello ohne das Vorjahreswissen. Viel Spaß. Das wäre geil. Würde Unvorhersehbarkeit reinbringen. Vor allem, wenn die Formel 1 auch mal irgendwie Laguna Seca oder so haben würde als Standort. Ich fände es halt attraktiv, wenn du sagen würdest, ey, die Formel 1 besucht jetzt pro Jahr auch von mir aus 3-4 neue Stationen, die noch nie besucht wurden oder so, oder die seit Jahren nicht mehr besucht wurden. Das wäre halt, glaube ich, super attraktiv. Ich meine, wie geil fanden wir es, als es die Formel 1 wieder nach Imola zurückgetrieben hat? Oder als sie mal in Portimao unterwegs waren. Wie gut ist das denn? Mal komplett neue Strecken oder allgemein einfach ja, Strecken, wo sie schon länger nicht mehr waren oder halt einfach ein bisschen Abwechslung von Jahr zu Jahr halt. Alter, wie lange hier gefightet wurde, ohne dass jemand benommen geschlagen wurde. Und jetzt... Hoffentlich. Moin, Lukas. Problem ist aber auch irgendwann, dass Rennstrecken eine bestimmte Lizenz haben müssen für die Rennen. Ja, aber es gibt genug Strecken mit Formel 1 Lizenz, die du nehmen könntest, behaupte ich mal. Ich glaube, das ginge klar. Lausitz wäre was in der Formel 1. Ich möchte halt nicht zu viel rumspinnen, ne? Das Ding ist, auch Laguna Seca war jetzt natürlich sehr weit gegriffen, aber es gibt mit Sicherheit Strecken, die du halt in so einen Topf werfen kannst, die halt Formel 1 austragen kann. Und am Ende kommst du mit Sicherheit auf mehr als aktuell 23 Strecken oder so. Ich sag mal, auf mindestens 30 Strecken kämen wir schon. Und wenn bereits der halbe Kalender mal durchgetauscht werden würde, wäre halt so viel Abwechslung mal drin. Wie gesagt, ich glaube zum Beispiel Mount Panorama wäre halt geil. Die FIA will zu viel Kohle haben. Ist nicht eher FOM? Alter, der hat keinen Schaden repariert. Ich mach ein technisches K.O., oder?
innings here of this round. Remember last round, he went down. He was on the canvas. Now look, he wants to tie his opponent off. That's the best way to get through it right now. But what he doesn't want to do, Joe, is to reach in there, you know, reach out to grab his guy, and then he leaves himself open. He's got to make sure that his opponent's close enough. When he goes to grab him, he's not exposing himself to get dropped again. Blocks the headshot. Just knifing up with that uppercut by Lewis. Warte mal, das dürfte aber nicht die letzte Runde sein, ne? 12 schon. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Lewis is throwing wide punches. If I'm standing opposite of that, I jump on. Yeah, well, if you're the fighter, that's where you have to. Oh, Lewis is almost out of it there. He was stunned. Aber ja, das ist auch ein anderes Problem, das mit dem Geld. Wäre wie gesagt sehr schön, wenn man sowas machen würde. Weil anders als Fußball lebt halt die Formel 1 schon vom Austragungsort auch. Es gibt 44 Strecken in 23 Ländern mit der höchsten F1-Lizenz. FIA-Lizenz. Das wäre ja mal was. Guck, 44 Strecken. Wenn du 22 Rennen pro Season hast, kannst du jedes zweite Jahr eine komplett neue Strecke nehmen. Estoril hat noch eine Grade 1-Lizenz. Gut. Siehst du? The Dragon's not in this fight in my eyes. I mean, I don't see any scorecard where you can have this being close. He's down. No, on my scorecard. Okay, ich bin hinterher in den Punkten, reden die gerade drüber. Bin ich einverstanden mit von mir aus. There's the headshot, but he parries it away. Ich dürfte Lewis halt bald eigentlich K.O. hauen können. Yeah, that's beautiful. You make the guy miss, you make him pay. Teddy, it's one of my favorite times of one of our fight broadcasts. When we make the declaration, he has to have a knockout to win. And how's he going to do it? Well, I think he's got to be a photographer. He's got to be a guy that goes in the dark room, really, Joe, and start looking at the negatives. During the night, a lot of pictures have been taken. He's got to go now and look back at those pictures and remember something, that he saw something. Hat Bathurst die höchste FIA-Lizenz? He pulled back, and he's got to go, and he's got to act on that moment. And that is some good job, just striking his target. Oder noch eine andere Idee. Mach doch alle zwei Jahre dann, also da, wo du die Strecke doppelt nimmst, machst doch da einfach unterschiedliche Layouts. Einmal Ulrika mit Schikane, einmal ohne. Könnte halt mit so vielen Sachen rumspielen da. Nur Albert Park in Australien. Schade. Ja, und dann müsste man halt minimal hier und da mal was ändern. Weniger Betonwände oder so. Dann ginge das. Ja, keine Chance. Lennox Lewis besiegt Diggy. Oh. Nice. Schön. To cap it all, we send it up to the ring. Bathurst is grade 3. Uff. Warte mal, habe ich jetzt einen zweiten Gürtel noch bekommen? Nee. Nur die eine, in der ich ihn umgehauen habe, ging an mich, ey. Boah. Jetzt sein Ohr anklappert. Genau, jetzt wo ich gewonnen habe. Schöner Fight. Hat lang gedauert, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. So. Ja, wir sind auf dem Weg immer noch zum Goat.
Siegquote gleich oder höher 90, Beliebtheit größer 95, Anzahl Kämpfe größer 50. P4P Rank höher als 5, verteidigen Titel 8 mal, halte 3 Gürtel mindestens gleich. Was heißt denn mindestens? Es gibt hier nur 3. Okay, Lennox Lewis haben wir besiegt. Wird vielleicht noch eine Legende besiegen wollen. Gibt es hier jemanden noch, der besonders ist? Nö. Außer halt Tommy Morrison und Eddie Chambers. Puh. Los Angeles, Kalifornien. Staples Center waren wir noch nicht. MGM Grand ist immer eigentlich ganz cool, finde ich. Boardwalk Hall. Jersey. New York Arena? Ist es das? Wonach vorhin gefragt wurde? Weiß ich nicht. Wollen wir ins Staples Center? Ah, rein ins Staples Center, oder? Los Ring Grad 2. Da sehe ich die F1. Bitte was? What the hell? Ey, bei Sochi hätte ich auch nichts dagegen, wenn es halt alle 2 Jahre stattfindet, von mir aus. Sollen sie ruhig machen. New York Arena ist Madison Square Garden. Ah ja, genau, danach wurde ja vorhin gefragt. Genau, okay, dann habe ich es richtig im Kopf gehabt. Ist so gut. Ja, kann man auch mal mit Sicherheit einen Fight dort machen. Geht sicher klar. Ja gut, aber ich werde tatsächlich jetzt nicht bis zum Goat zocken, behaupte ich mal. Es sei denn, irgendwann gehen die Knockouts sehr schnell. Also, wenn ich Chambers besiege, dann können wir im Prinzip ab da eigentlich sagen, ja, jetzt machen wir nur noch die Easy-Kämpfe. Ach, das Jahr ist vorbei im Spiel. Müssen halt immer die jeweiligen TV-Märkte bedient werden. Hey, Comeback des Jahres von Davido Gamingo, Digi. Man, das war gut. Zurücktretende Boxer. Oh, ich wollte eigentlich noch gucken, nach Dings sortieren. Wir sind schon in 2020. Uff. Stimmt. Ich habe das Gefühl, im Spiel könnte es jetzt global etwas unangenehm werden. Ich habe ja heute, wo ich erstmals mal was zu tun hatte, so richtig, um ein bisschen länger mal wieder aus dem Haus zu gehen. Erstmals seit sehr, sehr langer Zeit. Da habe ich aber auch mich irgendwie recht wohl gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Mich nimmt das zum Glück nicht so richtig mit dem ganzen Thema Lockdown oder sonst was. Das Einzige, was ich halt dann, und draußen fand ich es auch okay, das Einzige, was ich halt mache, ist weit weg von Menschen stehen, weil ich mir denke, yo, kein Bock, sich anzustecken. Aber ansonsten bin ich halt echt entspannt. Aber ich bin da, glaube ich, eh ein bisschen eigen. Ja. So, let's go rein da. Moin, Hockeyspieler. Formel 1 und Formel E für ein Jahr die Rennkalender tauschen. LOL. Moin, Mr. The Phantomas. Heute Aggressionstherapie? Nö, heute einfach maximaler Spielspaß hier. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, denn Tommy Morrison hat 92 als Rating. Das ist heftig. Tommy Morrison ist der aus Rocky. Kann gut sein. We have a guy here who shows a lot of head movement defensively. Now there's 3 pillars to defense in boxing. What do you make of moving your head? Well, those 3 pillars is one moving your head, obviously. The other's blocking, the other's using your legs. When you're moving your head, usually you're looking to be aggressive. You're looking to get inside where you can do damage as well as make. Ach, come on, ich habe gerade gekontert. Oh, he just ate a big uppercut right there.
He had no idea it was coming his way. He does not look good at all. What the hell? Was für Hits hat der denn bitte? Formel E ein Monster, da bleiben die doch noch zwei Runden stehen. Beziehungsweise müssen halt einen Kilometer vor der ersten Schikane schon anfangen zu liften. Zu rekuperieren. Seconds to go here in this round. Mich hat es beim Formel-E-Debüt gefreut, dass René Rasta direkt die Vorder geholt hat, auch wenn seine, boah, wie heißt das denn, diese Zusatzleistung, Boost, Dings, der Bumster, ich hab's vergessen, egal. Auch wenn das halt größtenteils in die Pacecar-Phase gefallen ist. Summons? Ist das zu 100% dein Ernst? There's the headshot, but he parries it away. Roy Morrison ist der aus Rocky 5, 2013 verstorben. Ey. Hier, Summons, du musst unbedingt antworten. Mit 12 Jahren darfst du keinen Twitch-Account haben. Hatte gestern Geburtstag. Jo, liebe Mods. Danke. Tut mir echt leid, Mate, aber... Darfst du nicht. Doch ab 12, soweit ich weiß. Ehrenmann. Ehrenbruder ist das. Hey, wenn er StarCraft Ehre, mein Lieber. Moin, moin. Vielen Dank für den Raid. Was machen, sagt Tiggy. Ja, ich glaube auch, man muss 13 sein, um einen Twitch-Account zu haben. 12 ist auf jeden Fall zu jung. Ist ab 13, genau, danke. Hatte ich auch so im Kopf. Spielst die ACC-Karriere an? Hey, das ist... From the lies. Edge. To understand what they have control over, which is everything. Sometimes early on they think their opponent has control over. Oh, nice. But they always have the choice to make a decision. Weil selbst nie so richtig in die Karriere reingespielt, deswegen kann ich nicht bewerten, wie dieser ist. Is to not allow pressure to distort time, where they think a moment, a difficult moment, is going to go on forever. It's only a couple seconds, and if they get past. Alter, Karate Kai hat das sogar direkt. Mit entsprechendem Dings zur Verfügung. Crazy. Boah, das wird brutal schwer gegen die Typen, das glaube ich auch. Hab das Game seit gestern. Startauto könnte der Lexus, glaube ich, gut sein. Oder der Ferrari. Rommel, was sagst du? Kann gut sein, oder? Ist die UFC was für mich? Hab's zwei, dreimal gezockt. Im so gesehen Splitscreen, Couch-Coop-mäßig. Aber sonst noch nicht. Ohne direkt 100 Flocken für iRacing auszugeben. Ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Kannst ja auch das normale Assetto Corsa mal für 8 Euro oder so holen, wenn in der Ultimate Edition, wenn es mal wieder im Angebot ist. Weil da hast du eine große Auswahl an verschiedensten Autos, die du fahren kannst. Ja, sonst ist ACC ein guter Schritt. Allgemein kann ich sagen, morgen kommt auch auf YouTube dann... Ach stimmt, du hast die Review kommentiert, glaube ich, ne? LOL. Wie hast du die denn gefunden?
coming to the halfway point of this third round. Oh, and they decide to trade there. Stimmt. Die Aussage, danke. Off the mark there. Ach, come on, ey. Absolutely rocked him. Boy, I don't like the way his legs look at all right now. Ja, alles gut, Hockeyspieler. Alles entspannt. Oh, good exchange there. Dave is quick. Und Jens, danke dir für den Sub. Ehre, Digi. ERAC oder irgendein NFS. Boah, Digi. Das kommt echt auf deine Präferenz an. Du kannst schlecht. Ist halt so, als würdest du fragen, lieber ein Fahrrad oder ein Motorrad kaufen. Es kommt halt drauf an, was du brauchst oder was du magst. Jo, Alter, du fängst um 12 Uhr an zu streamen. Das ist ja echt unangenehm. Viel Spaß dir schon mal. Und lass dir gesagt sein, geh ein bisschen entspannter am Lenkrad dran. Weil GT-Autos sind nicht wie Formel-1-Autos. Die kannst du nicht so um die Kurve werfen. Aber viel Spaß. Das wird dir, denke ich mal, Spaß machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, morgen YouTube-Video Dave gegen die Welt, GT4-Auto im Donington Park. Und ich kann sagen, ich fand die Aufnahme zu diesem Dave gegen die Welt hat auf jeden Fall Laune gemacht. Drei Sekunden hinter der Spitze beim Quali. Ach so, warte, zwei, drei Tipps gebe ich dir noch. Nummer 1, nutzt die 1er-Bremsen. Das ist ein fast super langes Langstreckenrennen. Aber sonst nutzt halt die 1er-Bremsen. Und Reifendruck immer zwischen 27,0 und 27,5. Und das, wie du das einstellen musst, ändert, also im warmen Zustand dann. Wie du das einstellen musst, hängt halt auch davon ab. Oh, schönes Ding. Hängt halt auch davon ab, wie die Temperatur ist. Ja, der hat halt 92 Gesamtrating, by the way. Also es wird relativ schwer, glaube ich, gegen den. Habe ich 1er-Bremsen gesagt oder 2er-Bremsen? 1er-Bremsen auf jeden Fall. Lass dir auch nicht einreden, dass die 4er-Bremsen fürs Quali mittlerweile sind, weil die sind auch mittlerweile echt nicht gut. Okay, ja, 1er, genau, die sind es dann auch. So, er hat ein bisschen mehr Damage, aber ich krieg auch relativ viel Damage gerade rein. Er hat mir einfach mit dem Counter komplett die Ausdauer weggeboxt. Er hat einfach aus den 48 Punkten Einsatz die Hälfte rausgenommen wieder. Muss die Preset-Setups aussehen. Ja, das Aggressive-Setup passt eigentlich immer ganz gut. Oh, and there you go. Tommy Morrison's feeling the effects now of that hook. You can see there's blood on his cheek. Ah, wollte ich wieder ausweichen, aber. He commits to the counter punching, the overhand left. Gute Nacht, Paul. Still plenty of time to work here in round number 5. A minute and a half to go. Oh, Tommy Morrison's hit by a big left hand. Southpaw defensive skills, then the overhand left. Able to get away from that headshot with the block. Throws a counterpunch there.
Oh! Let's go. Stunned and he is hurt. I don't know what was said to him in the corner, but now he's the busier man. And he needs to be before any more time goes by. Verdammt, meine Ausdauer war komplett weg. Oh, er hat viel Schaden. Nein! Oh, jetzt macht das Spiel wieder... Doch, jetzt macht das Richtige. Ich wollte Gesundheit. Hätte ich jetzt perfekt als Ausrede nutzen können, aber nö. Ich bin happy. Oh mein Gott, let's go. Get him, boy. Earlier we saw him being at work, but right now he's the one getting to work. Yeah, well, you know, you go out to a restaurant, you have a half dozen half shell clams, you might get a tummy ache. Well, he's been eating a lot of left hooks. I don't know if he has a tummy ache, but he figures right about now he wants to get rid of that indigestion. Oh, he is not in good shape. He could be on the deck in moments. Drittmal geht er auf die Bretter, hoffentlich. Dann müssen wir das Spiel noch ein, zwei Mal wiederholen. Hätte jetzt nichts dagegen gehabt, dass wir uns kurz mal umarmen. Oh, meine rechte Hand tut mittlerweile weh. Der Daumen. Tucks those elbows in, blocks the body shot. The Dragon's in a tough spot right now. Gibt's auch Tiefschläge in dem Game? Kannst du machen, ja. Aber ich glaube, einmal wirst du verwarnt, beim zweiten Mal gibt's direkt Strafepunkt. Was halte ich vom Cars-Franchise? Du meinst Cars, die Cartoon-Serie, oder Cars wie Project Cars? Filme. Ersten fand ich sehr cool. Zweiten fand ich ein bisschen seltsam. Dritter. An der Plot vom dritten nochmal. Ich glaube ich auch ein bisschen seltsam. He still believes in his identity, believes in his talents, his abilities, and he's gonna... There it Alter. Is. He is damaged badly there. He may hit the floor. Was just off the mark. Nein, komm. Oh, he's hurt. He was hurt right hey, no there, holding, but no now holding. He's come grabbing on like it's a life preserver. And he's gonna have to stay there if he's gonna get through these rapids. He was stunned, but now he's surviving. His opponent oh, da hat er die Deckung im richtigen Moment geöffnet für den starken Hit. Dritte war mit dem Future Race Cast, das habe ich gerade gar nichts im Kopf. Ja, aber ansonsten ganz nett. And you know what he's doing is taking his opponent's jab away. Cars für Erwachsene empfehle ich halt nur noch 60 Sekunden. Da gibt's noch eine Cringe-Szene. Oh, and there you go. Oh nein. Oh, he is stunned. He could go down. Morrison's got a bad cut now that's opened up on his cheek.
Ich nutze das Wort cringe sehr ungern, aber da gibt es eine cringige Szene, also richtig cringige Szene mit Angelina Jolie und Nicolas Cage, wo die im Auto sitzen und so ein bisschen romantisch miteinander rumschwadronieren und Autoteile als Synonym für, ja. Ja, ihr wisst schon. Benutzen. Aber auch so halt richtig umfangreich und boah, es ist so richtig unangenehm. Das ist nicht so, oh ja, willst du meinen Schaltknüppel in die Hand nehmen oder so, sondern es ist halt schon deutlich unangenehmer gemacht als das. Also, oh. Now you're seeing the kind of mentality that's going to try to avoid that happening again. But Teddy, it's not necessarily the kind of mentality that's going to win you a fight. No, if you're in the corner with him, you know what you tell him, Joe? You tell him, look, you're being tested now. I understand you've been hurt. I understand you're looking to survive right now. But you're being tested for the first time. Das Ding ist halt, gegen Chambers war es so, dass ich irgendwann etwa gleich auf war. Und das sollte gegen den ja auch easy klappen, halt nur zu einem deutlich früheren Zeitpunkt. Weil ich bin jetzt mittlerweile stärker, was die Werte angeht, und er ist nicht so gut wie Chambers. Aber ansonsten ist nur noch 60 Sekunden halt ein super Film. Macht halt Laune. Es fehlt mir halt so ein bisschen so ein Film, wo es ein Autofilm, wo es halt auch um Autos geht. Dave ist quick! Und Karchov, danke dir für. Oder Karchov? Karchov? Danke dir für den Sub. Ehre mein. Lieber! Needs to improve that accuracy, miss with the headshot. Oh. Werden halt aber auch echt langsamer gerade. He was damaged moments ago, but now he's got his feet back underneath him. 10 seconds remaining in this round. Schade, wollte ich noch einen hitten. Immer anfangs der Runde stark, dann lässt er nach. Ja, beziehungsweise mittlerweile, da fehlt ihm auch, er muss halt Schaden reduzieren. Da fehlt ihm allgemein die Ausdauer. WWE habe ich kurz mal eine Weile geguckt. In der Zeit, als Batista der härteste dort war. Rey Mysterio war auch cool. Dann kam Edge, den ich sehr unsympathisch damals fand. Dann kam The Great Khali, alles war weird und dann habe ich auch irgendwie aufgehört zu gucken. Hat jetzt nichts mit irgendwie jemandem zu tun oder so, also nicht mit Great Khali oder so, aber halt irgendwie weird. His legs aren't underneath him. Well, you know he can't move because he's going to fall on his own or the referee's going to stop it. So believe it or not, Autobahnraser habe ich glaube ich noch nie geguckt, aber ich habe zwei der Spiele. Right in front of the guy and move his head to make a miss. He can't use his legs. And you see he turned defense into offense, comes back with the counterpunch. And that's exactly what he brings to the game. He makes you miss, he makes you pay, and he makes you think twice about throwing a punch later on. What a chin. Ray ist ja immer noch in der WWE, sogar mit Sohn. Aha. Wie heißt denn der Sohn, bitte? 619 war halt damals der coolste Move. Batista war ja dann auch irgendwie in der WWE, aber wurde halt von der Story her so gezeichnet, dass er ein richtiges Arschloch zu sein schien. War halt ein mieser Typ. War nicht... Oh! Tommy Morrison's on the floor and in a bad spot. Dominik, okay, danke. Er steht nochmal auf. So he goes down, but able to get up to his feet. Teddy, what should he be thinking about now? Well, right now, just surviving. But if he survives, then he better figure out why he was put on the floor. Way to block there. Tommy Morrison's in a real tough spot now. There's no doubt about it that the eye has worsened. That cut is really looking ugly. Okay, der hat einen krassen Cut. What does he have to think about right now? Ich muss Ausdauererholung machen. Ich muss diesen Vorteil jetzt nutzen.
Yeah, well, there's two things to that. First of all, the Cutman's done his job. He's put the coagulants in there. Ja, ansonsten, was ich auch cool finde tatsächlich, Fast and Furious 5, also Fast 5, finde ich sehr schöner Film. Ist jetzt nicht der beste Film, was so Cinematografie oder sonst was angeht. Ich finde einfach nur die Charaktere irgendwie cool. Ich mochte es einfach, dass ich Han wiedersehen durfte. Han ist eh so mein Lieblingscharakter aus dem gesamten Franchise. Das ist auch der Grund, warum ich mir den neuen Fast and Furious Film wahrscheinlich sogar angucken werde. Zwar billiger Trick, dass sie es machen, aber ich denke mir, warum nicht? Wenn ich den mag, ja. Gibt es technische K.O.s, kannst du jetzt dein Auge bearbeiten? Genau das ist der Grund, Hippo-Streaming, dass ich immer mit dem linken Haken reingehe. Auch was manche schon kritisiert haben hier, aber das ist der Grund, warum ich das immer mache, weil ich hoffe, dass ich auf ein TKO raus kann oder halt sein Schaden so hoch ist, dass er ihn immer reduzieren muss. Yes, damit er kein technisches K.O. hat. Also ja, geht. Nice. Und wieder, er gewinnt jede Runde, ich gewinne den Kampf. Ist okay, kann man machen. Cause I'm ready for the fight, the Electronic Arts Boxing Commission Gürtel. Bam, bam. Nice. TK gab's aber schon in anderen Boxgames. Ja und? Warum, was ist das für eine Aussage? Sollen die das nicht einbauen? Tristan Edwards. Tristan ist auch so ein Name. Früher in Yu-Gi-Oh! Kam der mir halt super normal vor. Dann habe ich aber überlegt, ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der Tristan heißt. Das ist so ein Name, der klingt so normal, aber der ist so unusual. Finde ich krass. Gute Nacht, Bench. Hau rein, mein Lieber. Machen Sie gut. Kam so rüber, als ob es vorher in Boxspielen das nie gab, deswegen habe ich es erwähnt. Hä? War gut, wenn es so rüberkam. Also ich meine meist das, was ich sage, auch wenn manche Leute das immer ein bisschen missverstehen. Hätte sich konkret auf die Situation bezogen, aber passiert ja durchaus, dass manches durchaus missverstanden wird. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich glaube, in der Hybrid-Ära ist Vettel halt ein bisschen unter seinem Optimum. Willst du also damit sagen, dass er auch 2010 bis 2013 nicht der Beste war? Ja, genau das meinte ich. Richtig. Bist du auf der Xbox 360? Ja. Ach, Moment. Eine Sache, die ich vorhin nochmal zeigen wollte. Erfolge. Fight Night Round 4. Okay, passt auf. Gewinne einen Kampf gegen CPU-Gegner einer höheren Gewichtsklasse als du. Das ist entspannt. Gewinne einen Schnellkampf gegen die CPU. Gegen die CDU, genau. CPU. So. Online 10, 5 Ranglistenspiele. Okay, als GOAT die Karriere abschließen. Als Hall of Fame-Mitglied. Und ja. Gewinne den Schwergewichtsmeisterschaftsgürtel im Online-Weltmeisterschaftsmodus. Heißt das nicht, dass man Weltranglisten-Erster sein muss für dieses Spiel? Ich glaube nämlich ja. Und wenn es das bedeutet, dann holy shit. Plus die beiden noch. Also, schwierig. Schwierig. Ja. Ansonsten machen wir nochmal den Fight. Und, haben wir schon nach 1 vermutlich. Und dann können wir mal weiter gucken. Das bringt halt mittlerweile nicht mehr so viel, ne? Das bringt halt schon zum Beispiel deutlich mehr. Machen wir das doch.
Ja, RIP für den Erfolg. Das ist halt echt. Also, Foxy Fox schreibt, stimmt. Heißt es halt legit genau das, ey. Das ist halt so dumm. Ich denke, das waren 5 Siege in Folge für den Gürtel oder so ähnlich. Warte mal, da gibt's doch mit Sicherheit die PS3-Trophies. Wo das irgendwie diskutiert wurde. Fight Night Round 4. PlayStationTrophies.org oder Trophies.de. Ja, genau. Okay, warte. Alle ablehnen, Cookies. Jetzt bin ich gespannt. Man muss an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und dann am Ende den Gürtelträger, der Beste der Welt, besiegen, um ihn zu erhalten. Du musst den aktuell besten Spieler der Welt besiegen, um diesen Erfolg zu bekommen. So, komm her, Kollege. Nicht zu locker nehmen, weil der ist auf jeden Fall auch unter den Top 5, glaube ich. Sonst könnte er mich nicht herausfordern. Die Trophäe der E-Sportler, aber sowas von. Moin, Lesibi. Geht bestens, danke selbst. And that's what fighters do. Pulls the trigger right away after taking one. Good job protecting himself. Oh, and he's got something for him. Na dann, gute Nacht, ja. Das ist halt die losteste Trophäe, die man sich so vorstellen kann, vermutlich. Weil du musst ja das Glück haben, mit dem Typen in ein Match zu kommen, der den Gürtel trägt. Heißt, wenn ich jetzt das machen würde, oder machen wollen würde, gut, vorausgesetzt, die Online-Server sollten noch da sein, dann muss ich doch hoffen, dass er online ist, oder? Der powert sich voll aus. Soll ich mal ein bisschen zum Körper gehen? Weil der Hit war zum Beispiel schon mal übel. Eine Sache interessiert mich. Am Ende der Hit, wenn die Glocke schon geläutet hat, zählt das noch? Weil der Schaden geht ja nicht rein. Also du siehst ja nicht die Ausdauer, die verloren wird oder so. Immer nur auf die Ausdauer in den ersten Runden. Wow! Edwards is banged by a left hand. Frage ich mich auch. Aber das ist so, es fühlt sich befriedigend an, du hörst den Sound und so. Oh, and there you go. A stinging right hand by Edwards. Komm, ich gehe mal in den ersten 2-3 Runden voll auf die Ausdauer. Übrigens, weil ich über den Namen Tristan vorhin was gesagt habe, das ist natürlich nichts gegen Leute, die Tristan heißen oder so. Eher ganz im Gegenteil. Ist halt cool, wenn du einen Namen hast, der super normal wirkt, aber super selten ist, finde ich. Ah. Oh! A fierce right hand by Edwards. He took a shot, but he came back with a right hand of his own. A good block. Trying to erode away that body with the combination punching. Firing off
the uppercuts. Great exchange. Doch, alle, die Tristan heißen, fühlt euch angegriffen. Ja, von mir aus. Der eine, der wahrscheinlich zuschaut und Tristan heißt. Auf YouTube gerne mal kommentieren, wenn man Tristan heißt. Und postet irgendwie ein Forum für alle Leute, die Tristan heißen oder so. Das wäre mal geil. Ein Forum für Namensvettern. Wo du nur sein darfst, wenn du Dave oder so heißt. So. We're under the tutelage of one of the true legends of the game, the great Custom Auto. Yeah, I mean, I was fortunate, quite honestly, those opportunities. Aber wie gesagt, wenn er so richtig reingeht, mal gucken, wie es funktioniert, wenn ich jetzt auf die Ausdauer gehe. Das könnte ja durchaus auch ein Ding sein, wo ich gegen Chambers. I spent 7 years with Custom Auto and I learned the nuts and bolts from a physical technical point of view of what's sein kann. Give to a fighter, but the psychological part. To understand the pressures that a fighter is under, the fears that a fighter deals with. And if you don't understand that, all the other things don't mean anything. Because you have to understand how a fighter is feeling to understand. Ja, vielleicht sollte ich aber auch langsam ein bisschen auf die Gesundheit gehen. A certain way. Wow, look at that, trading shots. Komm. Not able to connect with the uppercut. Needs to improve that accuracy, miss with the headshot. Nice strike after catching one by the dragon. Protecting his head well with his guard. Parries that punch away. Wow, is he defensively sound? Blocks the headshot. Good return fire that time. Able to defend and then go on the offensive. 10 seconds to go in this third round. Der hat auf jeden Fall doch gezählt. So. Guter Schaden, obwohl ich gar nicht mal so auf das Auge gegangen bin. Aber trotzdem ging es ins Auge. Well, the first thing is, if I'm a judge, I take a little notepad, I make a little mark down, blue or red corner, what he did early. Because sometimes the judge has a tendency to forget what was done early and only go with what went late. Return the sender with the left hand. Edwards is making for a very inviting target right now. That cut is much worse than it was just moments ago. What he has to do is he's got to be elusive right now. He's got to get on his horse a little bit and give those medicines that were put into the cut a chance to work a little bit. But also he's got to slow his opponent down. Catch him with something so he doesn't keep going after that eye. Double jab upstairs. Boy, he's really getting off with his punches and multi-numbers here. Oh, and there you go. Edwards is almost out of it there. He was stunned. He's in bad shape. Maybe a punch or two more and he's on the canvas. Teddy, what does he need to think about now? Well, one of the things that he can't think about, he'd love to run away. He'd love to get away from what's hurting. Mach mal die Paypal auf, Digi. Not solid enough. So he's gonna have to find a way to tie up. Und Sio, danke dir für die 100 Bits. Ehrenmann, Digi. Vielen, vielen Dank. Hätte er echt gut hitten können, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Ah, warum blockt er denn passend immer den Körper? Schade.
So, Ausdauer. Bam, und da muss er den Schaden reduzieren. Very nice job landing that counter punch, getting away from one that was coming at him. Great pace to this fight, Teddy. Schade. These guys are not coming out of fifth gear. Nobody's slowing down. No, they're fighting a sixth, seventh, and eighth gear. Not hitting his mark there, going upstairs. Ja, einmal auf die Bretter schicken. Nur wenn du halt ihn lange schon bearbeitet hast. Edwards is in a bad spot right now. He's been stunned. The Dragon's mounting a comeback here, Teddy. Thinks we're going against him. Now the tide is turned. Good things come to those who wait or those who persevere. He persevered, good things are happening. This is great stuff. I mean, great stuff. Bringing it every which way they are. Joe, you remember the time you were on a vacation, you saw that perfect sunset? Oh, yeah. It was just beautiful. This is beautiful. Southpaw defensive skills, then the overhand left. Holy cow! Edwards is in a bad place right now. He was tagged. Schade, da hat er sich gut gerettet. So swiftly able to turn defense into offense. Nice counterpunch. And what you're noticing here is his opponent is starting to be a little wary of letting his jab go, because every time he jabs, he gets caught. Oh, knappe Kiste. Eieiei. So, Gesundheit ein bisschen mal. Weiter. And the only way he's gonna get back into it, well, you know, it's the pretty common way, the pretty regular way. You gotta start moving those hands a little bit more. You know, you don't win fights if you don't throw enough punches. Able to dismiss that body shot. Oh, Edwards is banged by a left hand. Oh, and they decide to trade there. Edwards is making me real curious here, Teddy. I wonder, should he be sticking with this style after being rocked in this fight? It's still early enough. I would say yes. You know, you don't want to panic. You don't want to just throw everything overboard. You want to stay with what brought you here. Hey, he's been taught this. Not for hours, not for days, not for weeks. You know, months and years he's been taught this. You don't throw it out. You stay with it. Teddy, he's completely missing the jab. And when that's not there, well, you're going to dug yourself a big hole. Now, that's like saying I want to go swimming. Guess what? There's no water. You need water to swim. You need jab to fight, to set things up. Ah. Oh, Uppercut habe ich auch vorhin im Chat gelesen. Wenn ihr Uppercuts wollt, komm, hauen wir ein paar Uppercuts raus. Schade. Was macht Kimi? Aller Wahrscheinlichkeit noch schlafen. Eieiei. Eieiei. That rain over me. Eieiei. Ciao, Marvin. Rip. Oh, ich habe sogar eine Runde für mich entschieden. Okay, tatsächlich hatte die Person recht, die geschrieben hat, dass ein Niederschlag bei ihm wahrscheinlich reichen wird. Uff, dachte wenigstens hätte ich ihn zweimal niedergeschlagen, aber... Ja, Champ! Mit 25 Kämpfen, 20 Siege, 18 durch K.O., 96 Beliebtheitsquote. Siegquote 80. Boah, das Ding ist, ich möchte nochmal gegen Chambers fighten, aber halt A, nicht heute
und B, nicht als nächsten Kampf, weil wenn man dann nochmal beim nächsten Stream quasi loslegt und direkt gegen den Härtesten hier fightet, dann wird's schwierig. Gleich nochmal gegen Lennox Lewis. Baldwin Woods. Cedric Gordon haben wir hier noch. Naja, gucken wir mal. Mal schauen demnächst. Ansonsten, ihr Lieben, für die Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo raushauen, beim nächsten Mal dabei sein. Bis demnächst. Ciao.